Hallo, herzlich willkommen zu Folge 51 meines FitBeast Infinity Evolved Expanse Spells. Letzte Folge haben wir unseren Blattaltar auf Stufe 2 aufgewertet. Ganz im Gegensatz zur Tradition, die ich sonst immer habe, in Folge 50 irgendwas Besonderes zu machen. Aber wir haben einfach mal nur unseren Blattaltar auf Stufe 2 aufgewertet und den grundlegend automatisiert. Ja, und nichts irgendwie Besonderes gemacht. Diese Folge hatte ich schon gesagt, dass ich gerne mal, ja, passieren, die Sachen nutzen möchte, die ich habe, um effektive Tools zu machen, die mir das Leben ein bisschen erleichtern. Das war, glaube ich, so ungefähr meine Formulierung von letztem Mal. Und mir ist über die Aufnahmepause hinweg eingefallen, dass das gar nicht hundertprozentig geht, weil wir noch gar nicht genug Progression gemacht haben, um uns eine Menge cooler Tools bauen zu können. Aber ein bisschen was schon. Also würde ich sagen, diese Folge dedizieren wir dann mal dazu, ein bisschen damit anzufangen und dann machen wir ein bisschen weiter über die nächsten Folgen. Heißt also, die nächsten paar Folgen werden jetzt erstmal spielerbasierte Progression sein und nicht spezifisch modbasierte Progression. Würde ich mal so sagen. Das werden die nächsten ein, zwei, vielleicht auch drei Folgen. Mal sehen, wie lange ich dafür brauche. Aber gut, das Erste, was ich dieses Mal machen möchte, ist ein kleines System bauen, das mir enorm dabei helfen wird, schneller und einfacher an Sachen mit Autocrafting ranzukommen. Denn Direwolf hat ein ähnliches System mit AI gebaut und dann habe ich mir gedacht, ich will sowas auch, aber ich will, habe ja nur Logistics Pipes, also baue ich mir das Ganze noch in Logistics Pipes. Probiert, ob es funktioniert. Einwandfrei, geil, super, läuft. Also, was ich jetzt mache, ist, ich nehme, und jetzt muss ich gerade mal gucken, das ist natürlich nicht so effektiv, was ich hier mache von den Pipes her, aber egal, ich lasse es jetzt so. Pipe dahin, eine Supplier Pipe brauchen wir und eine Provider Pipe. Und ich könnte auch einfach ein Chassis nehmen, in dem ich beides reinpacke. Und eigentlich jetzt von der Situation her ist das effektiver. Denn so kann ich da nichts direkt nebensetzen. Und das ist ein bisschen blöd. Und da es so viel Platz effektiver ist, nehme ich doch einfach das Chassis. Aber ich habe ausprobiert, es geht auch mit zwei Pipes. Das ist das Schöne, es würde auch mit zwei Pipes, genau mit einem Chassis ist es einfacher. So, oder nicht einfacher, aber platzsparender. Also, wir schmeißen beide Module rein. Provider einfach auf Access Inventory ganz normal, include alles, vollkommen egal. Und das Active Supplier stellen wir jetzt ein auf Sachen, die wir haben wollen. Und der Trick ist dabei, dass wir aber sagen, partial. Wir wollen also wirklich jedes Mal, wenn da was weg ist, dass es auch wieder neu gecraftet wird und zu gehalten wird, sodass ich es haben kann. Und jetzt packen wir in dieses System Sachen rein, die wir einfach ab und zu brauchen und die ja nicht autocraften soll, ständig. Also zum Beispiel sowas wie Sticks. Sticks muss das ständig autocraften, weil ich sie ständig für irgendwas brauche. Also machen wir einfach Folgendes. Wir sagen, keep stocked 64 Sticks. Und jetzt wird er Folgendes machen. Er wird sich die 20 Sticks aus meinem System holen und zusätzlich ein bisschen Holz machen, um dort insgesamt 64 Sticks reinzupacken in dieses System. Zack. Jetzt sollten wir keinen einzigen Stick bei meiner Default-Kiste haben. Wahrscheinlich. Ja, ihr seht, kein einziger Stick, denn 64 davon habe ich noch im Inventar. Und was jetzt aber sein sollte, ist, dass wir genau 64 Sticks requesten können. Dann seht ihr es, wir können 64 Sticks requesten. Das hat natürlich einen riesen Vorteil. Wenn wir jetzt irgendwas brauchen, gerade so kleine Sachen, die mal eben nur 2, 3 Sticks benötigen, haben wir immer 64 Sticks auf Lager. Einfach so. Und das Einzige, was ich jetzt hoffe, ist, dass die Priority, also die Priorität von der Default-Kiste zum Rausziehen höher ist als die andere. Das muss ich jetzt nochmal schnell ausprobieren. Stick, Stick, ich requeste mal 10, kommen die aus der Kiste? Ja, geil, okay, mehr wollte ich nicht wissen. So, dann ist nämlich erst die Default-Kiste leer und dann erst die andere. Das ist auch der Grund, warum sie so weit wegsteht, weil sie nämlich sonst nicht leer werden würde wahrscheinlich. Und das können wir jetzt anwenden für jede Sache, die wir häufiger mal brauchen, die aber ständig fehlt. Ich weiß gar nicht mehr, wofür ich das ursprünglich gemacht habe. Es ist schon ein bisschen länger her, dass ich das System entwickelt habe und überlegt habe mir. Aber wenn wir jetzt irgendwas finden, was wir ständig brauchen, was aber ständig weg ist und leer ist, dann haben wir jetzt eine Möglichkeit damit, das eben einfach im System zu halten. Holz wäre noch eine andere sehr gute Variante, aber Holz suche ich jetzt echt schon Holz. Wow. Holz würde ich es wahrscheinlich im Englischen aussprechen. Ja, gut, okay. Holz, ist so eine Sache, weiß ich nicht. Ich glaube, davon halte ich auch mal einen Stack. Komm, ich halte einfach mal einen Stack Holz auch nochmal bereit. Was bin ich eigentlich für ein Idiot? Einfach auf das klicken. Also ein Stack Holz, bitte. Dann halte ich auch den mal Stock. Dann passt das auch. Ja, keine Ahnung. Mache ich einfach mal. Active Supplier, ein Stack Holz. Dann ist auch das erledigt. Der Stack Holz kann auch wieder weg. Dann wird er hier rausgezogen. Ist nicht unbedingt wichtig, dass wir das machen, aber naja.
Und insgesamt können wir damit jetzt 9 Sachen Stock keepen. Und theoretisch, wenn wir ein größeres Chassis machen, noch wesentlich mehr. Das Provider-Modul brauchen wir nur einmal. Das provided ja unendlich viel. Und das Supplier können wir einfach mehrere machen. Also ist das Limit höchstens, wie groß wir die Chest am Ende machen können. Oder eben, wie groß das Chassis geht. Ich weiß gar nicht, 8 mal 9 ist das höchste, was wir hier. Ne, 7 mal 9 ist das höchste, was wir kriegen können, weil wir einen Provider brauchen. Und 7 mal 9, 63. 63, 7 mal 9, ja, müsste hinkommen. 63, 63 Slots, ich glaube, dafür braucht man nicht mal eine Diamond Chest. Ich weiß gar nicht, wie viele Slots eine Diamond Chest hat. Das weiß ich jetzt nicht und habe ich auch nicht vor auszunehmen. Aber jedenfalls können wir eine relativ große Menge an Sachen einfach Stock keepen, weil es eben so schön einfach ist, die zu halten. So, jetzt mache ich nochmal Folgendes. Ich mache es nochmal in der richtigen Reihenfolge. Wood und Sticks einfach mal nochmal in der richtigen Reihenfolge. So. Wunderschön. Und der Vorteil ist, es requestet nicht aus sich selbst, denn die Request ist ja schon da. Das ist ein Vorteil. Das funktioniert auch, wenn ihr zwei Pipes dran habt. So, ja, also das war das erste System, was ich auf jeden Fall gut fand. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wofür ich das jetzt genau gebaut hatte, aber ich hatte bestimmt einen Grund, das so zu bauen. Das System ist übrigens ähnlich von der Variante her, wie mein System, immer ein bisschen vorgefertigte Ressourcen liegen zu lassen in den Kisten. Zum Beispiel auch hier habe ich ja 16 Enderium einfach schon drin liegen, damit, wenn ich mal 4 Enderium brauche, er sich die 4 rauszieht und sie dann erst nachcraftet. Und dasselbe Prinzip ist halt auch das da, nur eben, dass es bei jedem Item funktioniert, auch bei Sachen, die durch einen normalen Crafting-Table gecraftet werden. Ich könnte das auch mit einem normalen Crafting-Table machen, indem ich die Ressourcen in den Crafting-Table lege, aber das ist mir zu aufwendig. Also baue ich lieber dieses System, was automatisch Stock hält, und dann ist das auch gut. Vielleicht bei Pistons und bei Chests könnte ich das noch machen. Also nochmal, Chest, halten wir mal ein paar Stock. Vielleicht nicht unbedingt 64, vielleicht lieber so 32, also sollte ich vielleicht mal so ein paar Kisten reinpacken. Aber ja, dann werde ich nach und nach das einfach auffüllen, dieses System, mit ein, zwei Sachen, die ich halt immer mal wieder brauche, wie zum Beispiel Kisten, also nochmal Chest suchen und nochmal, keine Ahnung, 10 würde ich sagen, halten wir mal Stock, das ist ganz gut, und Pistons halten wir auch mal 10 Stock, so, und dann haben wir nämlich eine sinnvolle Möglichkeit, Sachen so zu passen. Und da seht ihr schon, die 8 Chests sind direkt und instant gekommen, weil das nämlich genau die 8 Chests sind hier aus den 64 Holz des Stockkeeping-Systems machen kann. Jetzt wundert es mich nur, warum er in den Chests stecken bleibt. Warum kriegen wir keine neuen? Wahrscheinlich hat er irgendwo kaputt gemacht. Mal sehen. Chest. Da kriegt er natürlich wieder ein Greatwood. Juhu! So, jetzt mach. Anscheinend hat er es schon. Gut. Was auch immer. Ja, also das ist ein bisschen komisch. Ich glaube, da muss ich nochmal stellen, dass er Greatwood nicht benutzt, denn irgendwie klappt das nicht so ganz, was die Ordinary-Sache angeht. Eigentlich habe ich zwar Ordinary, aber irgendwie nimmt der Greatwood und der soll kein Greatwood nehmen eigentlich. Also, IDK. Ich weiß nicht, was er da vorhat und macht. Aber egal. Jetzt haben wir nämlich auch noch 10 Kisten und 10 Pistons, die wir einfach Stock keepen können mit diesem wunderschönen System. 10 Kisten, 10 Pistons und die schmeißen wir nochmal wieder rein. So, wunderbar. Also, dieses System ist toll und sehr effektiv, wenn man halt mehr von einer Sache behalten möchte. Super. Als nächstes geht es mir ein bisschen auf den Senkel, dass immer, wenn es Tag ist, ich bis zur Nacht warten muss, um vielleicht einmal Enderman zu fangen oder solcherlei Dinge zu tun. Denn wenn ich einen Enderman fangen möchte, dann brauche ich den meistens sofort. Da muss ich erst bis zur Nacht warten und das nervt ein bisschen. Denn die Nacht über schlafen kann ich im Bett, logischerweise. Damit kann ich also Tag machen. Außer es ist Blood Moon, aber naja gut, sonst hätte ich kein Blood Moon reinmachen dürfen, wenn mich das stören würde. Und ja, aber Instant Nacht machen ist ein bisschen schwieriger. Dafür brauchen wir eine Mod. Und zwar Blood Magic. Yay! Es gibt nämlich ein wunderschönes Ritual. Bei Blood Magic gibt es zwei Arten von Ritualen. Es gibt die normalen Rituale mit Ritual Stones und Master Ritual Stone. Und es gibt den Imperfect Ritual Stone. Der ist super niedriger Tier. Anscheinend sogar Tier 1. Ihr seht es, der Weak Blood Up geht. Deswegen nehmen wir den auch. Also Weak Blood Up geht. Und wenn wir den jetzt einfach mal reinklicken, zack, most likely done, seht ihr schon, das ist nur Obsidian und Stein und halt der Blood Orb. Also es ist super easy, das Rezept, kann jeder kleine Blunzi machen, zack, haben wir das Ding. Und der Imperfect Ritual Stone hat aber einen riesigen Unterschied zu den normalen Ritual Stones. Normalerweise ist es so, ihr setzt einen Master Ritual Stone und packt Ritual Stones drumherum, um dann halt in einem bestimmten Pattern mit bestimmten Ritual Stones ein bestimmtes Ritual zu erstellen. Beim Imperfect Ritual Stone gibt es, ich glaube, 4 Rituale. Ich kann aber einfach hier reingucken, ob das irgendwo drin gesagt wird, wie der funktioniert.
Da, Weak Rituals, da seht ihr den Imperfect Ritual Stone. Und dann könnt ihr hier nachlesen, was was macht. Aber das Einzige, was man wirklich braucht von all den Dingen, die das Ding kann, ist... Verdammt, ich glaube, das war ein Kohleblock. Ich habe den schon so lange nicht benutzt. Da kann man nämlich zum Beispiel Wasser drauf machen, um es regnen zu lassen, was vielleicht auch noch relativ sinnvoll sein könnte. Ach nee, es war kein Kohle, es war ein Lapisblock. Dann kann man, glaube ich, noch Lapis oder Kohle, glaube ich, oder Obsidian darauf packen, um einen Zombie zu spawnen, der stark ist. Halt also eine komischen Sachen. Aber das Einzige, was wir jetzt brauchen und haben wollen, ist Imperfect Ritual Stone und ein Lapisblock da drauf. Wenn wir den jetzt rechtsklicken, und ich hole mal schnell mein Divination Sigil, um das genau zeigen zu können, dann gibt es ein wunderschönes Gewitter. Und wir haben keine Essenz mehr. Und verdammt, das war nicht schlau von mir. Das war überhaupt nicht schlau von mir, auf einer Holzplattform Blitzer zu erzeugen. Ja, ich bin so intelligent. Ich habe auf einer Holzplattform Blitzer erzeugt. Ich bin so gut. Ich bin einfach so gut, es gibt einfach niemanden, der besser ist als ich. Na, ihr habt das bestimmt schon kommen sehen, dass ich so blöd bin. Aber so ist das, wenn man ein RSGE ist. Manchmal macht man auch mal dumme Sachen. So, also jedenfalls, ihr seht es schon. Ich habe 5000 LP verloren, denn vorher hatten wir 5000. Ihr hättet vielleicht vorher mal klicken sollen, aber wir hatten vorher genau 5000 LP. Denn das Ding hier kann nur 5000 speichern. Und jetzt haben wir 0. Aber es ist Nacht. Yay, es ist Nacht, wenigstens. Aber jetzt dürfen wir wieder eine Menge klicken, um das wieder aufzufüllen, dass wir wieder 5000 LP haben. Und ganz wichtig, wenn ihr diesen Ritual Stone rechtsklickt und ihr habt nicht genug LP, dann zieht ihr euch das, was ihr nicht an LP habt, in Leben ab. Und wenn ihr mehr braucht, dann funktioniert es trotzdem, weil ihr seid tot. Basically. Und einfach gesagt. Heißt also, wenn ihr, sagen wir, 4800 LP in eurem System habt, dann nimmt ihr euch ein Herz weg. Wenn ihr aber, so wie ich jetzt gerade, 2000 oder so in eurem System habt, dann will er 8000, nicht 8000, dann will er 3000 haben, ihr könnt aber nur 2000 geben und somit seid ihr tot. Bumm. Weg. Ganz einfache Logik, ne? Ja. Kann man sich vorstellen. Also müssen wir jetzt langsam aber sicher unser System wieder auffüllen, aber jetzt haben wir wenigstens Nacht. Und das können wir jetzt auch wieder wegmachen, indem wir schlafen. Yay! Aber das ist der Imperfect Ritual Stone. Tolle Sache. Und ja, wenn ihr nicht gerade so intelligent seid wie ich und den direkt auf eine Holzplattform stellt, dann ist das Ding auch wirklich toll. Fans habe ich noch hier. Fans habe ich noch da. Und dann stellen wir den einfach mal woanders hin, dass der nicht sofort meine ganze Basis zerstört. Stellen wir ihn da unten hin. So, sagen wir hier neben das Portal. Da sollte er nicht stören. Gut. Weiterhin seht ihr schon, habe ich einen kleinen Zaun mit Akazien-Gates vor das Portal gemacht. Das liegt daran, dass jedes Mal, wenn ich nach einer Woche oder so Abwesenheit hier reingeloggt bin, irgendwas bei 500 oder 300 Zombie-Pigment hier rumgelaufen sind und ich die dann halt erstmal alle töten musste oder Command entfernen musste. Meistens habe ich sie getötet, aber es nervt einfach auf die Dauer. Also habe ich einfach mal einen Zaun vor das Portal gesetzt. Jetzt sind das höchstens 4 oder 5, die da bleiben. Oder 6, 7. Und die kann man auch nochmal töten, weil sie hinter dem Zaun sind. Deswegen mache ich das Ganze. So, also jetzt müssen wir unsere LP langsam wieder auffüllen. Aber wir haben jetzt schon mal geguckt, wie man einen Imperfect Ritual Stone macht. Super tolle Sache. Und da ist gerade nochmal der Beweis. Ich habe jetzt 5000 LP. Wenn ich jetzt nochmal klicke, bekomme ich nicht mehr. Denn der Weak Blood Drop unterstützt höchstens 5000 LP. Also, ja. Mehr kriegen wir damit dann auch nicht. Und das ist halt der Beweis dafür, dass wir eben 5000 LP hatten und das Ritual genau 5000 gekostet hat. So, dann legen wir wieder unser Speed-Amulett an und freuen uns, dass wir gerade mal 3 Herzen haben, aber egal, das füllt sich ja langsam wieder auf und der Blood-Op kommt hier wenigstens ganz nach oben. Das Divination Sigil da halt und alles ist gut. Und damit können wir jetzt das abhaken. Yay, das erste auf unserer ganzen riesigen To-Do-List haben wir schon mal fertig. Und irgendwas, hatte ich das andere Setup gar nicht draufgeschrieben, dann schreibe ich das nochmal drauf, damit auch das abgehakt werden kann. Ist immer noch To-Do, aber dieses Mal ist das noch, wenn wir hier reinschreiben, Stockkeeping System, und da können wir gleich einen Haken vormachen. Und jetzt können wir blättern. Yay. Wunderschön, ich mag es. Jetzt haben wir wenigstens 2 Sachen geschafft. So, als nächstes sollten wir mal anfangen mit dem Runic Altar. Yay.
Denn letztes Mal habe ich, glaube ich, die ganze Folge dafür dediziert und ich habe keine Lust, das wieder zu machen. Denn eigentlich ist er ja gar nicht so schwer zu benutzen und wir machen damit Bridge-Lösungen. Man muss den jetzt nicht so übermäßig erklären eigentlich. Also würde ich sagen, wir fangen diese Folge auch einfach mal an, den kleinen Altar zu bauen, den Runic Altar, und machen uns damit dann vielleicht auch gleich den ersten Wand-Fokus, den besten Wand-Fokus, wenn man dann noch den skippt, den wir auf jeden Fall auch haben wollen. Also fangen wir mal an mit dem eigentlichen Runic Altar. Um einen Runic Altar zu bekommen, sollten wir es an der richtigen Seite eingeben, Runic Altar, und einfach benutzen. Und es gibt zwei Möglichkeiten, Mana Pearl oder Mana Diamond, Mana Perle natürlich, denn wir haben unendlich Enderperlen, aber nicht ganz unendlich Diamanten. Wir haben 294 Diamanten, aber wir haben 10.000 Enderperlen. Also, ich würde sagen, wir nehmen Mana Pearls. Wunderbar, Runic Altar. Super, haben wir schon mal. So, den Runic Altar müssen wir jetzt irgendwo hinstellen, wo wir an Mana kommen. Das Ding hier ist eigentlich, ist das voll? Ist der voll, der Mana Pool hier? Der ist voll, wunderbar. Der ist lange nicht voll, aber der Mana Spray ist auch voll. Also ist der Mana Pool voll. Okay, gut. Das heißt, ich würde sagen, dass wir das Mana von dem Mana Spray benutzen. Worauf gehen die? Die gehen auf den Mana Pool und die gehen auf den Mana Pool. Gut, und die hier sind alle voll. Die bleiben auch voll. Und die beiden sind auch voll. Also sind das beides unsere Hauptnutzungs-Mana-Pools. Alle, die voll sind, würde ich am liebsten nicht antatschen. Also, das heißt, was wir jetzt machen müssen, ist, dass wir den Runic Altar hinstellen. So zum Beispiel. Ich mache mal die Wolle ab. Wenn ihr übrigens Wolle nehmt und rechtsklickt, dann macht ihr damit einen Mana-Spreader komplett lautlos. Heißt also, der macht dann kein Geräusch mehr. Das ist besser als jeder Soundmuffler, denn damit wird das Geräusch wirklich komplett disabled und. Keine Ahnung, leckt der System nicht aus? Eigentlich lecken Sounds nicht. Aber egal. Punkt ist jedenfalls, dass die Wolle das effektivere ist als ein Soundmuffler. Auch wenn ihr dafür vielleicht mehr Wolle braucht. Und mit einem einfachen Rechtsklick könnt ihr sie wieder entfernen. Rechtsklick, 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 Rechtsklick. Ganz einfach. So. Dann binden wir mal den Mana Spreader auf den Runic Altar. Wir brauchen nämlich einen Mana Spreader, der auf den Runic Altar zeigt. So. Runic Altar, wie funktioniert der jetzt? Ganz einfach. Der Hauptgrund, warum ihr einen Runic Altar braucht, ist, um Runen zu craften. Logischerweise. Runic Altar, Runen, ergibt schon irgendwie Sinn. Es gibt in Botania vier Tiers, also vier Stufen von diesen Runen, plus theoretisch eine. Die erste Stufe sind die vier Elemente: Wasser, Feuer, Erde, Luft. Kennt wohl jeder von euch, dass das die vier in Anführungsstrichen Elemente sind, denn jeder weiß, das Periodensystem der Elemente enthält die richtigen Elemente, aber das sind die vier Elemente, die sie früher hatten. Und in vielen Anime-Serien sind das auch die Elemente. Was weiß ich. Jedenfalls, Rune of Water, Rune of Fire, Rune of Earth und Rune of Air sind die Grundrunen. Die brauchen immer drei Mana-Steel und dann drei Items, die irgendwie spezifisch sind. Und in diesem Pack, weil das nun mal Expert-Mode ist, auch noch immer eine Shard des entsprechenden Elements aus Thorncraft. Normalerweise aber rechnet ihr einfach die Shard weg und das Rezept ist eigentlich das gleiche. Die Blaze Lamp ist, glaube ich, normalerweise eine Blaze Rod. Nee, und der Nether Brick ist ein Nether Rack und die Blaze Rod ist, glaube ich, normalerweise was anderes. Aber naja, das Rezept zum Beispiel ist exakt das gleiche. Außer halt die Water Shard. Und das Air-Rezept auch. Und das Earth-Rezept auch. Also nur das Feuerrezept wurde irgendwie ein bisschen verändert. Weiterhin bekommt ihr von den vier Elementruhen auch immer genau drei Stück. Die nächste Stufe an Runen sind die vier Jahreszeiten. Nämlich Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Die kennt wirklich jeder von euch. Denke ich mal zumindest. Und diese brauchen normalerweise immer zwei von den Grundruhen, die irgendwie spezifisch für die Jahreszeit sind, zum Beispiel Wasser und Feuer oder eben Erde und Luft, keine Ahnung. Ergibt irgendwie schon ein bisschen Sinn, wenn man es zusammenrechnet. Plus dann halt nochmal vier spezifische Items und in diesem Pack, weil es ja nun mal Expert-Mode ist, auch noch eine Imbued Slate. Was natürlich richtig blöd ist, denn die Imbued Slate ist eine Tier 3 Slate, was also schon ziemlich blöd ist zu bekommen. Aber egal, ist nun mal so. Und der letzte Tier, also die dritte Stufe, die höchste Stufe, sind die sieben Todsünden, die Seven Deadly Sins. Das heißt also Lust, Gluttony, Greed, Sloth, Wrath, Envy und Pride. Das sind die drei Todsünden, die drei, sag ich schon, die sieben Todsünden. Ihr braucht immer zwei Mana-Diamanten für jede der Runen und anscheinend auch immer eine Demonic Slate. Das ist dieses Rezept. Ich glaube, normalerweise ist es ein Mana-Diamant und, ich glaube, ein Mana-Diamant oder sonst auch zwei. Bin mir gar nicht mehr sicher, wie das normalerweise ist. Aber in diesem Pack jedenfalls ist es so, dass ihr immer zwei Mana-Diamanten und eine Demonic Slate braucht für jede dieser
Ruhen. Und halt für die Winterrun-Mod jedes Mal im Build-State-Set, ja, in diesem Pack zumindest. Und ja, das sind da halt die sieben Todsünden. Lust, Völlerei heißt es ungefähr, Greed, also Geiz, nicht, dass ich jetzt hier wieder lange brauche, Sloth, also Faulheit, Wrath, also Wut, Envy, also Neid, Pride, also Stolz, und das waren schon alle. Wow. Ey. Und ich habe übrigens für Greed wirklich eine Nanosekunde Pause gemacht, einfach nur, weil ich nicht, sonst hätte ich mich verkackt. Und so war das die eine Sekunde, die ich brauchte. Gut, und ich habe nicht gegoogelt, falls ihr das jetzt glaubt. Ich weiß so eine Scheiße auswendig, weil man sowas nicht auswendig wissen muss. Und vielleicht ist euch dann dabei ja aufgefallen, dass ich eine Rune übergangen habe, die Rune of Mana. Die fällt nämlich komplett aus dem Spektrum raus. Die braucht normalerweise drei Mana-Steel, eine Mana-Perle und einen Mana-Diamanten, glaube ich, normalerweise nur. Und ich glaube doch irgendwas? Weiß ich gar nicht. Aber in diesem Pack brauchst du 3 Mana Steel, Mana Diamond, Mana Pearl und Mana Quartz und eine Balance Shard aus Thorncraft. Und deswegen fällt sie halt aus dem Spektrum raus, denn sie gehört zu keinem wirklichen Tier dazu. Denn sie ist einfach eine eigene Rune halt. Und die braucht auch mit am meisten Mana, wenn wir uns das mal angucken. Von den Mana-Mengen her, seht ihr, sie braucht am meisten Mana von allen. Da seht ihr es unten in der Leiste. Aber gut, jetzt habe ich doch schon wieder wesentlich länger als ich wollte über den Runicator gequatscht. Jetzt gucken wir uns also mal an, wie das Ding funktioniert. Was wollen wir als erstes denn haben? Was brauchen wir überhaupt für eine Rune? Ach ja, was ich noch kurz vergessen hatte zu erwähnen, von den 4 Jahreszeiten-Runen bekommt ihr immer nur eine. Ihr erinnert euch ja, davon bekommt ihr 3, von denen bekommt ihr immer nur eine und von denen immer 2. Und die Rune of Mana bekommt ihr auch nur eine. Und von all den Runen, die es hier gibt, ist die Rune of Mana auch diejenige, die ich craften möchte. Und zwar am liebsten gleich zweimal, denn sie enthält gleich zwei coole Rezepte. Das Band of Aura und den Mana Blaster. Beides ziemlich coole Dinger, die ich eigentlich ganz gerne haben möchte. Und eigentlich brauchen wir noch eine dritte für die Terrestrial Agglomeration Plate. Also würde ich sagen, wir gucken uns mal an, wie wir eine Rune of Mana craften. Wir brauchen dafür 3 Mana Steel, ein Mana Diamond, eine Mana Pearl, Mana Quartz auch noch. Mana Quartz ist auch einfach nur Quarz in einem normalen Mana Pool. Da seht ihr es, da kurz zu Mana Quartz, ganz einfach. Aber zuletzt brauchen wir auch noch eine Balanced Shard. Und eine Balanced Shard ist aus Thorncraft. Das heißt, da müssen wir gleich erstmal zu Thorncraft gehen. Gucken wir uns aber erstmal an, was wir aus Botania brauchen. Das sammle ich schon mal alles zusammen. Und dann gucken wir, wie man eine Balanced Shard herstellt. So, ich habe alles zusammengesammelt, einmal schnell in mein kleines schlaues Büchlein geguckt, denn tatsächlich ist das eines der wenigen Sachen, die ich nicht auswendig weiß. Erstmal kurz das hier, einfach nur, weil ich das on camera gemacht habe, haben wir jetzt auch das erste Mal Mana-Quartz hergestellt. Und zweitens gucken wir uns jetzt an, wie wir eben Balance Shards herrschen. Und dafür, wie gesagt, musste ich mal kurz in mein schlaues Büchlein gucken, das ich halte, denn das war ein Rezept, das ich doch nicht mehr auswendig konnte, weil es einfach zu lange her ist, dass ich Balance Shards gecraftet habe und weil ich es immer nervig finde, die Dinger zu craften. So, also ziehen wir erstmal einfach unsere normalen Thaumaturgische Goggles an und hier ist die Rüstung, einfach nur um sehen zu können, was für Aspekte im Crucible sind. Und dann brauchen wir jetzt Balance Shards. Balance Shards haben ein ganz einfaches Grundprinzip, eigentlich. Und zwar ist das Grundprinzip von den Mistdingern, dass ihr haben wollt alle Aspekte außer dem, der auf der Shard ist, im Crucible. Und dann halt eine Shard reinwerft mit dem Aspekt, der dann nicht im Crucible ist, und dann bekommt ihr eine Balance Shard. Heißt also, ihr nehmt eine Air Shard zum Beispiel und schmeißt Ignis, Aqua, Terra, Ordo und Perditio in den Kessel, jeweils zwei davon, denn eine Air Shard hat ja auch zwei Air, und dann ist von jedem Aspekt zwei in der Shard und damit ist es dann halt eine Balance Shard. Das sind übrigens die Primal Aspects natürlich und nicht irgendwelche Compound Aspekte. Und das könnt ihr mit jeder einzelnen Shard machen und ihr müsst halt jeweils immer das Element rausnehmen, was da ist. Also ihr seht, bei Air fehlt Air, bei Ignis fehlt Ignis, bei Water fehlt Water und so weiter und so fort. Und Direwolf hat eine wunderschöne Möglichkeits-Zusammenstellungsrezept gefunden. So, das war das, was ich versuchte, das Wort Rezept, um das Ganze zu machen. Und zwar das hier. Ordo Shard sowieso schon mal. Denn Ordo ist ein Aspekt, der sehr, 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 sehr schwer zu bekommen ist, ohne irgendwelche großen Leftovers. Also solltet ihr immer Ordo Shards benutzen, oder Order Shards benutzen für dieses Rezept. Dann Gunpowder, weil es für Ignis und Perditio ist. Dirt für Terra und dann Aqua und Air mit Sugarcanes. Und das Einzige, was dann übrig bleibt, ist Herber, denn das brauchen wir für gar nichts. Aber ein sehr, sehr gutes und sehr, sehr sparsames Rezept, um eben Order Shards herzustellen und halt Balance Shards herzustellen. Und halt auch aus Ressourcen, die man sowieso tonnenweise hat. Also schmeißen wir mal alles rein. 4 Sugarcanes, Gunpowder und 2 Dirt.
Und wir haben von jedem Aspekt 4 drin, ihr seht es. Und jetzt schmeißen wir nur noch 2 Order Shards rein und bekommen 2 Balance Shards mit 4 Herber als einzigem Leftover. Das Ganze machen wir nochmal. Und wir haben insgesamt nur noch 8 Herber Leftover. Viel besser geht es nicht. Ihr könnt mir bestimmt, wenn ihr was Besseres findet, schreibt es in die Kommentare. Aber meiner Meinung nach ist das das Effizienteste, was ihr machen könnt. Ihr habt gerade mal 8 Herber Leftover, also nur ein einziger Aspekt und davon gerade mal 4 pro Rezept. Und ihr habt super billige Ressourcen als Sache, die ihr haben müsst. Also meiner Meinung nach ist das das beste Rezept, was ihr so benutzen könnt. Aber ich bin gerne gespannt auf eure Meinung, ob ihr noch was Besseres findet. Denn wenn ja, nehme ich auch gerne eure Vorschläge an. So, dann schmeiße ich die Balance Shard mal hier rein und haben auch das erledigt. Jetzt also wieder erstmal meine vernünftige Rüstung anziehen, das vergesse ich sonst wieder. Nach Home gehen und schlafen, weil es gerade Nacht wird. Und dann probieren wir mal unsere erste Rune zu craften. Also los, wir haben alle Ressourcen da. Wir brauchen 3 Mana Steel pro Rune und ich hätte gerne dafür eigentlich mehr Slots frei, aber gut, was weiß ich. 3 Mana Steel pro. Wir brauchen eine Mana Perle pro, 1 Mana Diamond pro, 1 Mana Quarz pro und eine Balance Shard pro Rune. Was wir jetzt machen, ist, dass wir den Runic Altar uns angucken und die Ressourcen entweder drauf droppen oder rechtsklicken. Wobei das Rechtsklick natürlich jetzt blöd ist, weil man dann die Sachen dazu bekommt. Also in unserem Falle droppen wir alles einzeln drauf und sobald wir die letzte Zutat dazu droppen, die wir brauchen, und wir treffen obendrauf, hört ihr so ein tolles Geräusch und wunderbarerweise fängt der Mana Splitter an, sein Mana da reinzuschießen und ihr seht an der Seite so eine kleine Progress Bar, so einen kleinen grünen Kreis, der sich langsam auffüllt. Das ist die Menge an Mana, die da rein soll, in Anführungsstrichen. Und ihr seht außerdem, momentan ist der Pfeil da durchgestrichen, obwohl am Ende eine Mana-Rune rauskommt. Was ihr nämlich braucht, ist volles Mana. Und jetzt seht ihr schon, dass er euch sogar sagt, was ihr machen müsst. Nämlich, wir haben Mana durch und der sagt euch, der Pfeil ist grün, wenn ihr Wand of the Forest plus einen Living Rock nehmt. Also, schmeißt den Living Rock da drauf, geht ein bisschen zurück und boom. Und wenn ihr jetzt schlau seid, macht ihr einfach wieder einen Rechtsklick und bekommt direkt das neue Rezept. Also das gleiche Prinzip auch wieder wie beim Petal Apothecary. Wenn ihr alle Ressourcen drin habt, in eurem Inventar habt, könnt ihr einmal rechtsklicken, um das Rezept wieder reinzupacken. Jetzt seht ihr schon, der Mana Splitter ist leer, weil der Mana Pool hier leer ist. Also sehen wir den Mana Splitter mit und schmeißen jetzt dahin. Das geht sowieso noch ein Stück schneller. Denn Deadpool ist sowieso ein bisschen voller. Also nehmen wir jetzt den Pool und machen uns damit die nächste Rune of Mana. Super tolle Sache. Und dann meinen da einfach wieder einen Living Rock drauf droppen. Natürlich den Magneten ausmachen. Und boom. Eine neue Rune of Mana. Und damit haben wir auch die letzte Rune of Mana. Wunderschön. Also haben wir jetzt schon mal 3 Runes of Mana, die wir aber noch gar nicht brauchen, denn eigentlich alles davon, bis auf vielleicht den Mana Splitter, aber nee, nicht mal den, können wir alles noch gar nicht benutzen, weil wir das letzte Ding noch nicht haben, was wir dafür brauchen. Also habe ich euch erstmal nur gezeigt, wie man Runen craftet. Was wir aber jetzt benutzen wollen, und ja, ich habe gerade gesagt craftet und nicht crafted, wie man es eigentlich sagt, aber beschwert euch. Und zwar, was ich nämlich eigentlich möchte mit dem Runic Altar, ist etwas ganz anderes. Nämlich ein Wand Focus. Denn den craftet man witzigerweise auch auf dem Table. Und zwar den Wand Focus of Equal Trade. Dafür brauchen wir 4 Balance Shards, 4 Lavender Quartz und eine Pure Daisy. Und eine verdammte Menge Mana. Aber er ist es wert, denn der One Focus of Equal Trade ist meiner Meinung nach einer der geilsten One Foci, die es einfach so gibt, weil er einfach geil ist. Heißt also, ich suche mal die Ressourcen zusammen. Balance Shards kennt ihr schon, Pure Daisy kennt ihr auch schon, die 4 Petals in dem Petal Apothecary. Und zuletzt Lavender Quarz kriegt ihr auch ganz einfach, indem ihr irgendeine Blume, die lila ist, zusammenpackt mit 8 Quarz. Ganz einfach und ganz billig. Allium, Pink Tulip, Lilac oder Peony. Lilac? Keine Ahnung. Und was ihr nicht machen solltet, ist aus Versehen Gunpowder zu viel reinschmeißen, denn dann bekommt ihr nur mehr Gunpowder raus. Yay! Also brauchen wir nochmal 2 und jetzt nochmal wieder 1. Und wieder 2 Order Shards. So, und dann geht es. Aber ihr solltet nicht mehr als 1 Gunpowder gleichzeitig reinschmeißen, denn es gibt ein Rezept. Wenn ihr Gunpowder sucht, könnt ihr das sehen, dass es ein Rezept gibt im Crucible, mit dem ihr selber das herstellen könnt. Und ich suche es gerade, aber zeigt das mir nicht. Aber jedenfalls könnt ihr Gunpowder duplizieren, wenn ihr die richtigen Ressourcen reinschmeißt. Wahrscheinlich ist das bei Alchemic Duplication, bei Alchemy.
Alchemic Duplication, da seht ihr es, mit 4 Ignis und 4 Perditio kriegt ihr ein neues Gunpowder, wenn ihr 1 reinschmeißt, aber Gunpowder hat ja schon 4 Ignis und 4 Perditio, das ist das Blöde daran. Das heißt, wenn ihr 2 Gunpowder reinschmeißt, bekommt ihr 2 Gunpowder raus. Sehr, sehr sinnvoll. Und beim Craft der Pure Daisy ist mir auch noch aufgefallen, dass es noch was weiteres gibt, was ich gerne in Stockkeep hätte, nämlich einmal bitte 64 Seeds, die da auch nochmal drin bleiben dürfen. Wow, jetzt ist mir gerade aufgefallen, dass ich nicht einmal ein einzige von den 4 Blumen habe, die ich brauche. Also machen wir uns nochmal schnell ein kleines Hilfsmittel. Wir bauen mit 5 Living Rock und einem Living Wood, meine ich, und einem Pasture Seed ein Horn of the Wild. Dieses Horn of the Wild ist eine super schöne Sache, vor allem wenn man schon einen Magnetring hat. Denn mit dem Horn of the Wild könnt ihr einfach Rechtsklick gedrückt halten. Dann wird es ein bisschen laut und dann könnt ihr damit einfach riesige Mengen an Gras innerhalb von kürzester Zeit abernten. Und das gilt natürlich dann auch für Blumen. Also werde ich jetzt mal durch die Welt fliegen und diese blöden Blumen suchen und dann werde ich mir Lavenderquarz machen. Wow, ich habe bestimmt fast eine ganze Stunde gesucht, bis ich mal Lilacs gefunden habe. Und das war das erste, was ich gefunden habe. Ich weiß, ich hätte auch andere Sachen nehmen können. Ich hätte auch nämlich Mana Infusion machen können, aber noch nicht. Ich will die Folge beenden. Und somit habe ich jetzt tonnenweise neue Mystical Flowers und eine Menge anderer Sachen, aber jetzt gerade mal eben erst das gefunden. Aber egal. Pure Daisy, 4 Balance Shards und 3 Lavender Quarz. Und ihr seht, er springt an. Der Mana Pool ist noch gut gefüllt. Der Mana Spreader ist auch da und langsam aber sicher wird das hier jetzt aufgefüllt. Und wenn wir uns den Equal Trade mal angucken, sehen wir, dass der ganz schön viel Mana braucht. Der braucht ein Viertel Pool braucht er sogar. Wow. Der wirklich so viel braucht? Alter Schwede. Und er leckt gerade. Oder? Nee. Hä? Leckt er gerade oder? Hä? Warum macht er jetzt nichts mehr? Hallo? Okay, was auch immer. Keine Ahnung. Jedenfalls funktioniert das jetzt wieder. Und dann brauchen wir jetzt natürlich als letztes noch einen Living Rock. Aber das dauert noch eine kurze Weile. Wow, es war lange nicht ein Viertel Mana Pool. Anscheinend ist das irgendwie die mal 10 Variante oder so, die er mir hier anzeigt. An Menge an Mana. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es nicht ein Viertel Pool tatsächlich. Es ist wesentlich weniger. Aber egal. Living Rock drauf. Wegstecken. Und wir haben einen One Focus auf Equal Trade. Living Rock müsst ihr immer drauf droppen, egal was ihr mit dem Ding craftet. Das ist immer das Letzte, was ihr raufmachen müsst, das Living Rock. So, jetzt haben wir einen One Focus auf Equal Trade. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt noch einmal ganz kurz an, was der macht. Und dann müssen wir auch schon wieder die Folge beenden. Und warum laggt es gerade jetzt auf einmal so? Warum fängt es jetzt auf einmal so an zu laggen? Es lief doch die ganze Zeit super gut und flüssig. Na, keine Ahnung, ich beende sowieso gleich die Folge. So, was wir jetzt machen, ist, dass wir uns ein Wand nehmen und F gedrückt halten, standardmäßig. Und in meinem Fall der G. Und dann können wir ein One-Focus eigentlich auswählen. Eigentlich, genau, seht ihr schon, wenn ihr dann da drauf zeigt, dass er euch den dann gibt. Und ich gehe nochmal nach unten und gucke gerade nochmal, ob das an den Stelle liegt. Okay. Ich gucke nur dahin und habe auf einmal 12 Frames. Ich gucke hier hin, ich habe 20. Wow. Egal. Also, jedenfalls, dieser Wand ist einfach genial. Das ist der Wand of Equal Trade. Denn, was wir jetzt machen, ist, dass wir uns mal ein paar Stacks Steine ins Inventar nehmen. Und ihr kennt ja mein Problem, dass ich es eigentlich sehr gerne habe, wenn Sachen einfach ordentlich aussehen. Und ich hasse es, wenn sowas hier da ist. Die Decke voll mit irgendwelchen anderen Stuff ist als Stein. Ich werde das vielleicht auch mal irgendwann richtig schön bauen, aber zum Beispiel gerade hier unten in meiner Base nervt es mich enorm, wenn solche Sachen da sind. Aber ich habe auch keine Lust, die manuell zu entfernen. Also nehme ich mal kurz das Jetpack ab und guck mal kurz. Da, seht ihr es, wenn wir jetzt einen Shift-Rechtsklick machen, da momentan ist nichts, dann wählt er einen Block aus. Und dann seht ihr dort oben 448 Stein. Das heißt also ein Shift-Rechtsklick, um einen Block auszuwählen. Dann können wir mit einem Linksklick einzelne Blöcke einfach mit einem einzigen Klick austauschen. Aber es geht noch besser. Wenn wir rechtsklicken, tauscht er gleich alle Blöcke in der Umgebung aus. Heißt also, dass wir jetzt mit dem Rechtsklick durch die Gegend laufen können und alles einfach wegnehmen können, was wir nicht mehr brauchen und was hässlich aussieht. Heißt also alles, was nicht Stein ist. Zum Beispiel das hier. Oder das hier. Oder hier. Oder da. Oder hier. Oder da. Oder das. Oder das. Und ich denke mal, ihr versteht jetzt die Idee. Also das Ding ist einfach toll.
wenn überall hässliche Erde und andere Flecken durch die Gegend schweben. Das einzige Problem ist halt, dass das Ding natürlich eine gute Menge an Aspekten braucht. Welche genau könnt ihr sehen, wenn ihr Shift gedrückt haltet? Dann seht ihr nämlich hier an der Seite Terra 0,05 Vieh per Cast, Ordo 0,05 Vieh per Cast und Perditio 0,05 Vieh per Cast. Das bezieht sich auf pro Block in dem Falle. Also per Cast, ein Cast ist ein Block. Das hier ist ein Cast. Und wenn ihr rechts klickt, ist das eine Menge mehr Cards oder eine Menge mehr Blöcke macht. Momentan ist der Radius noch ziemlich klein und er ist ziemlich unspezifisch. Später könnt ihr den Fokus sogar noch aufwerten, dass er noch besser ist, als er jetzt schon ist. Dass er einen wesentlich größeren Radius hat und vor allem, dass ihr ihn halt einstellen könnt, welche Sachen er genau machen soll. Normalerweise nimmt er nicht einfach alles, was in der Umgebung ist und was der gleiche Block ist. Also einfach so, so, so. Oh, es ist so schön. Ich liebe es. Und es gibt das gleiche auch in Technik. Es gibt nämlich den Resonant Exchanger oder den Redstone Exchanger, aber meiner Meinung nach ist der One Focus Nickel Trade in diesem Pack die billigere und einfachere Variante. So, aber gut, das war's jetzt mal für diese Folge. Wir haben einen One Focus of Equal Trade, wir haben uns angeguckt, wie man Runen craftet und dann einen Runic Altar gebaut und wir haben ein Stockkeeping-System gebaut, was natürlich auch eine ziemlich praktische Sache ist. Und das hält uns jetzt immer schön Seeds und Chests und Pistons und was nicht alles immer schön bereit, damit wir sie jederzeit benutzen können, wenn wir sie mal brauchen. Zack und zack. Und alles Weitere mache ich mal eben off camera. Ansonsten hoffe ich, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, bloß den ganzen Stuff, der jetzt on screen ist. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Folge. Tschüss.